Jesus Christus, der Retter, ist da. Liebe Gemeinde, heute feiern wir Christfest. Jesus ist geboren. Ich persönlich sage immer lieber Christfest statt Weihnachten. Da ging es ja ursprünglich um die geweihten Nächte und Wintersonnenwende und alte vorchristliche Bräuche. Der Predigttext, den wir uns heute ansehen, ist ein Lied. Vermutlich haben schon die ersten Christen dieses Lied aus der großen Freude über die Geburt Jesu gesungen. Von Anfang an haben die Christen die Botschaft auch in Liedern umgesetzt. Denn Singen ist eine Anwendung des Evangeliums. Und wir wollen uns dieses Lied einmal anschauen. Wir sehen jetzt gleich den Text eingeblendet, und zwar: Himmel und Erde werden miteinander verbunden. Und ich habe das so zum Ausdruck gebracht, um die Struktur des Liedes mal deutlich zu machen. Blau ist der Himmel und braun die Erde. Es kommt eine Bewegung in die Beziehung zwischen Mensch und Gott. Gott ist aufgebrochen zu uns in seinem Sohn Jesus Christus. Paulus schreibt, 1. Timotheus 3, Vers 16: Eines steht ohne jeden Zweifel fest. Groß und einzigartig ist das Geheimnis unseres Glaubens. In die Welt kam Christus als ein Mensch. Und der Geist Gottes bestätigte seine Würde. Er wurde gesehen von den Engeln und gepredigt den Völkern der Erde. In aller Welt glaubt man an ihn, und er wurde aufgenommen in Gottes Herrlichkeit. Paulus sagt, diese drei Strophen sind das einmütige Bekenntnis der Christen. Und wir können für uns lesen, welche Bedeutung hat Jesus Christus? Wie können wir mit ihm leben? Was ist ihm wichtig? Welche Zielperspektive hat Gott mit uns Menschen? Diese drei Strophen drehen sich alle nur um Christus und um das, was durch ihn aus Liebe zu dieser Welt für uns geschehen ist. Und dabei wird von Tatsachen geredet, die in der Vergangenheit beginnen, aber die weit in die Zukunft hineinreichen und immer noch gültig haben, die sich fortsetzen. Dieses altchristliche Lied fasst zusammen und baut sowohl eine Brücke zwischen Himmel und Erde und zeitlich auch vom Anfang der Schöpfung bis in die Herrlichkeit Gottes. Diese große Spanne nimmt dieses Lied wahr. Zu allen Zeiten hat Gott uns auf dem Herzen. Es gab nie Zeiten, in denen Gott uns nicht geliebt hätte, in denen er seine geliebten Menschen nicht begleitet hätte. Manchmal sagen wir ja, die Sache mit dem Glauben ist mir so ein Rätsel. Paulus spricht hier von einem Geheimnis. Was ist der Unterschied? Also ein Rätsel ist, wenn so kann so wie eine Aufgabe gelöst werden. Dann ist es geklärt und dann verliert es im Grunde genommen seinen Reiz. Bei einem Geheimnis, das wird immer faszinierender, je intensiver wir uns damit beschäftigen. Das Geheimnis unseres Lebens, Menschen, die wir lieben, unser Partner, unsere Kinder. Wir können uns einem Menschen immer nur annähern, aber immer neue Seiten entdecken. Unsere Beziehungen können sich schrittweise reicher und wertvoller entwickeln. Und wie viel mehr gilt das für das Geheimnis
unseres Glaubens an Jesus Christus. Christsein ist eine Entdeckungsreise. Christsein entwickelt sich immer weiter, denn Christus ist jeden Tag, tagtäglich, in jeder Stunde, in jeder Sekunde mit uns unterwegs. Und mit dem Christsein feiern wir, der Glaube ist kein Ding, keine Sache, keine Lehre, sondern eine Person. Eine Beziehung zu Jesus Christus, dem können wir begegnen. Er kann unser Leben verändern und erneuern. Die Brücke ist da, die Liebe Gottes springt über auf unsere Herzen. Jesus macht sich auf die Suche zu uns Menschen. Dieses Geheimnis der Begegnung von Person zu Person. Gott wird Mensch. Ein Mensch aus Fleisch und Blut wie wir. Das ist die Liebe des lebendigen und liebenden Gottes, dass Menschen in Jesus Christus diese persönliche Hilfe, die Zuwendung, die Begegnung mit dem lebendigen Gott, Erlösung, Befreiung, neues Leben entdecken können. Und deswegen feiern wir ein Christfest im Himmel und auf Erden. Es steht ohne jeden Zweifel fest, groß und einzigartig ist das Geheimnis unseres Glaubens. In die Welt kam Christus als ein Mensch und der Geist Gottes bestätigte seine Würde. Das haben die Menschen schon zu Lebzeiten Jesu erkannt. Hier kommt Gott uns ganz nahe. Hier begegnet uns der lebendige und liebende Gott. Das haben nicht nur seine Anhänger, seine Jünger und andere Zuhörer erfahren. Sogar seine Gegner waren immer wieder überrascht, mit welcher Klarheit er die Worte Gottes gelebt und verkündigt hat. Mehrfach bezeugen Menschen in den Berichten des Neuen Testaments, dass Gott selbst sich zu seinem Sohn bekennt. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören, zum Beispiel im Matthäus-Evangelium. Der Heilige Geist lässt uns Menschen Jesus Christus als Sohn Gottes erkennen. Das feiern wir. Und zwar nicht nur als ein Geschehen, das irgendwann in der Vergangenheit mal geschehen ist, das andere Leute erlebt haben, sondern heute. Heute und jetzt, wenn wir seine Stimme hören, dann wollen wir bereit sein, Jesus Christus unser Vertrauen zu schenken, ihm zuzuhören, ihm zu vertrauen. So wie das übrigens hier geschehen ist am zweiten Advent. Ihr habt Taufe gefeiert. Das war ein Christfest im Himmel und auf Erden. Menschen haben den lebendigen Gott anerkannt und angenommen und haben ihr Leben Christus anvertraut. Das feiern wir immer wieder neu, dieses Christfest im Himmel und auf Erden. Und daran erinnern wir uns nicht nur, sondern daran halten wir uns heute, hier und jetzt fest. Und dann lesen wir, er wurde gesehen von den Engeln und gepredigt den Völkern der Erde. Christi Geburt verbindet Himmel und Erde. Jesus wird als Herr allen Mächten nicht nur vorgestellt, sondern vorangestellt. Und es wird deutlich, im Himmel ist das schon längst eine Tatsache, aber auf der Erde muss sich dies noch vollenden, da muss sich das noch durchsetzen, da muss das erkannt werden. So wie wir das auch beides im Vater unser vorfinden. Dein Wille, so wie er im Himmel schon geschieht, soll auch auf Erden geschehen, soll auch in meinem Leben geschehen, soll auch in all dem geschehen, was wir tun und wollen. Verkündigt den Völkern.
Die Engel verkünden den Hirten auf dem Feld. Und anders als bei den verniedlichten Engelvorstellungen war der Anblick selbst für diese abgebrühten und ziemlich harten Hirten eine ziemlich furchterregende Sache. Sie mussten erstmal getröstet werden. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Was die Hirten hier erlebten, ich denke nicht, dass das Angst war, sondern Ehrfurcht. Dieses Erkennen, sie erlebten, hier spricht der lebendige Gott, hier geschieht etwas, was über unser Denken hinausgeht. Gott ist gegenwärtig. Wir begegnen dem lebendigen Gott. Und auch das feiern wir im Christfest, dass wir Zugang haben, dass wir eingeladen sind, dass wir angenommen sind. Und so verkündigen die Engel: Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist euch der in der Stadt, in der David schon geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Das ist die Botschaft, die wir nicht nur von damals hören, sondern die immer noch weitergetragen werden muss. Und die Hirten haben diese Verkündigung angenommen. Sie sind sofort zu dem Kind in dem Stall gelaufen und später heißt es von ihnen, sie breiteten das Wort aus und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und genauso sind wir unterwegs. Das Frohbotschaften ist bis heute noch nicht abgeschlossen. Verkündigung geschieht auch ganz entscheidend, wenn wir miteinander in der Bibel lesen, durch das Wort Gottes, denn Jesus Christus selbst ist das lebendige, das erlebbare Wort Gottes. Und so können auch wir immer wieder neu uns von diesem Wort treffen lassen, feststellen, Jesus spricht zu uns, er begegnet uns. Er hat etwas uns zu sagen und dann geschieht es, dass wir diese Botschaft verkündigen, weil Jesus uns wichtig geworden ist, weil uns etwas im Herz getroffen hat, uns getröstet oder auch geholfen hat. Übrigens, zum Verkündigen muss man jetzt nicht ein Bibelprofi sein und alles Mögliche gelesen und gemacht und getan haben. Dazu reicht es, sich eigentlich an den Hirten zu orientieren. Sie haben festgestellt, das, was Gott gesagt hat, was sie auch verstanden haben, was sie gehört haben, was verkündigt wurde, das hat sie wirklich froh gemacht, das hat sie neu gemacht, das hat ihnen Impulse gegeben für ihr Leben. Der Glaube bewährt sich und erweist sich in unserem Alltag, in unserem Leben. Weltweit folgen Menschen, Millionen Menschen Jesus Christus nach, bis heute in unsere Gemeinde hinein. Es ist ein Christfest im Himmel und auf Erden. Und dann ist diese Schlussstrophe: in aller Welt glaubt man an ihn. Er wurde aufgenommen in Gottes Herrlichkeit. Das gepredigte Wort von Christus geht durch die Welt. Menschen hören das Evangelium und vertrauen ihr Leben Jesus Christus an. In aller Welt glaubt man an ihn. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Und das hängt ganz eng damit zusammen, dass wir für Menschen beten, dass wir dafür beten und dass wir auch für uns beten, dass wir unser Herz öffnen für dieses Geheimnis des Glaubens. Und natürlich glauben die Menschen nicht alle automatisch und das war auch bei uns nicht so. Denn um dieses Geheimnis zu verstehen und verstehen zu lernen, ist es erforderlich, dass eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus getroffen wird. Gott achtet uns Menschen, unseren freien Willen. Niemand wird dazu gezwungen. Der Glaube erschließt sich nur im Vertrauen. Das bleibt ein Wagnis. Wir werden gefragt, ob wir uns darauf einlassen wollen. Und
irgendwie müssen wir uns auch darauf einlassen. Also müssen nicht im Sinne von Zwang, sondern im Sinne einer ja konstitutiven Bedingung, auf die wir uns einlassen. Wir haben ja auch das, dass wir sagen, okay, diese Worte, Töne, Musik und so weiter, die hören wir mit unseren Ohren. Wir können sie mit unserem Geruchssinn nicht erfassen. Wir müssen uns darauf ausrichten und einstellen. Unser Herz, unser Gewissen, unsere Fähigkeit, ja, unsere Freiheit, Vertrauen, also glauben zu können, eröffnet uns die Möglichkeit, Gott zu erleben. Vertrauen genügt. Und es braucht auch Zeit. Diese Zeit müssen wir Menschen auch geben, dass sie diese Begegnung auch erleben können. Gottes Absicht ist ein vertrauensvolles Miteinander mit uns Menschen in echter persönlicher Freiheit. Wir alle haben Erfahrungen darin, dass wir auch aus diesem Vertrauensverhältnis mal ausgeschert sind. Oft eher gedankenlos, da haben wir Gottes Reden nicht verstanden. Manchmal war uns vorher schon klar, das geht schief und das ist nicht gut. Mit dem Christfest wird deutlich, Gott hat diesen unerschütterlichen Wunsch, diese Beziehung zu seinen Geschöpfen immer wieder zu heilen. Auch uns Menschen hat er, an uns Menschen hat er offensichtlich sein Herz verloren. Dass wir seine Liebe manchmal nicht erwidern, das macht seine Geschichte mit uns auch zu einer Leidensgeschichte. Aber Gott gibt nicht auf. Sein Wille ist ungebrochen. Er sucht die Nähe, die Verbindung zu uns Menschen. Gott tut alles, wirklich alles, um das Herz des Menschen doch noch zu gewinnen. Glaube bedeutet, dass wir uns diese Liebe nicht nur gefallen lassen, sondern dass wir sie bewusst annehmen. An jedem Christfest, an jedem Tag, immer wieder wirbt Gott neu um unser Herz, um unser Vertrauen. Es ist eine schenkende Liebe, eine Liebe, die vergibt, eine Liebe, die das Böse nicht nachrechnet, sondern eine heilende Liebe, dass die Beziehung wiederhergestellt wird. Und eben wurde es in dem Lied gesungen, es ist sein Herzensanliegen, seine wichtigste Tat, dass Jesus uns vergeben hat am Kreuz. Es hat Gott gefallen, dass in Jesus all die Fülle Gottes sichtbar wurde. Jesus hat seine Herrlichkeit und Macht als Sohn ganz und gar dafür eingesetzt, damit wir versöhnt werden. Es sei im Himmel oder auf der Erde, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Das letzte Wort in diesem Lied ist Herrlichkeit. Das ist die Zielperspektive Gottes. Es läuft zu auf ein großes Fest zur Ehre Gottes. Jesus hat gesagt, die angemessene Art und Weise von Gottes Reich zu sprechen, ist die Art und Weise wie von einem Hochzeitsfest. Alle sind eingeladen, feiern gemeinsam, feiern miteinander den lebendigen, den liebenden Gott, dass wir ihm vertrauen können, dass er es gut mit uns meint, dass wir in Frieden leben mit Gott, mit uns selbst und mit anderen Menschen. In der Offenbarung wird das beschrieben. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott wird mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Das Erste ist vergangen. Gott hat Neues geschaffen. Das ist die Absicht Gottes. Christus in meinem Herzen. Dass wir Jesus in unser Leben einladen, ihm vertrauen und mit Jesus leben. Jesus Christus, der Retter, ist da, wenn wir selbst mit dabei sind, wenn seine Geschichte und
meine Geschichte zusammenkommen, wenn sein Leben und mein Leben im Vertrauen verbunden sind. Gott sagt, in meinem Sohn zeige ich euch, ihr seid mir wichtig. Alle Menschen sind mir wertvoll. Jeder kann einen Platz bei mir haben. Wir sind ihm wichtig. Ich bin geliebt. An der Krippe finden wir alle unseren Platz. Wie stehen wir heute an der Krippe? Wen feiern wir im Christfest? Wir können feiern, dass wir ihm wichtig sind, dass wir von Gott geliebt und angenommen sind. Und wir können diese Freundschaft mit Jesus feiern. Es steht ohne jeden Zweifel fest, groß und einzigartig ist das Geheimnis unseres Glaubens. In die Welt kam Christus als ein Mensch und der Geist Gottes bestätigte seine Würde. Er wurde gesehen von den Engeln und gepredigt den Völkern der Erde. In aller Welt glaubt man an ihn. Und er wurde aufgenommen in Gottes Herrlichkeit. Amen.